Ja, genau, jetzt bin ich Gott. Das passt auf jeden Fall. Ne? Und damit ein herzliches Willkommen zurück an dich zur nächsten Minecraft-Server-Vorstellung. Ja, die letzte Server-Vorstellung ist ja noch gar nicht so lange her und schon haben wir die neue am Start. Ja, wie zu Beginn eines jeden Server-Vorstellungsvideos, wenn auch du den Server hast, den ich mal vorstellen soll, einfach mal unten in die Kommentare, da ist das Formular an erster Stelle, das einfach ausfüllen, es kostet dich nichts und die Vorstellung wird dann hier veröffentlicht. Ja, gucken wir uns einmal den Server an, um den es geht. Da habe ich hier einmal die Einsendung, die ist hier ein bisschen umfangreicher geraten. Muss ich mal gucken, wie ich das hier überhaupt als ein Image exportieren kann aus der E-Mail raus, denn ja, ich sag mal so, normalerweise mache ich einfach einen Screenshot von der E-Mail, wird hier aber ein bisschen schwierig, weil die passt gar nicht auf den Monitor. Mal gucken, wie ich das hinbekomme. Ja, wenn ich es irgendwie geschafft habe, seht ihr die jetzt. Wir haben einmal die Server-IP skybeast.net, der Servername ist Skybeast und wir haben auch hier nur Premium-Spieler, also nur Leute, die Minecraft auch gekauft haben. Die Server-Version haben wir alle zwischen der Version 1.8 und 1.13, wird alles unterstützt. Ja, beschreibe deinen Server. Hier haben wir jetzt vom Text erschlagen. Wer Lust hat, kann sich das Ganze in der Beschreibung einmal durchlesen. Da steht der Text komplett drin. Ich werde ihn jetzt einmal überspringen. Aber so wie ich das gesehen habe, sie wollen hier Skyblock und SkyPvP. Also alles, was in dem Himmel zum Tun hat. Ja, Serveralter existiert seit dem 26. März 2017. Ja, dann verschwand er einige Zeit und wurde nun wieder neu aufgelegt. Die Server-Owner Markux und Floxy, okay. Allerdings steht ihnen der Kundendienst ein Marketingmitglied zur Verfügung, welches sich um sie kümmert. Erstens, du darfst mich hier gerne duzen und zweitens, ich brauche hier kein Marketing. Ich glaube, meine Videos bekomme ich noch selber hin, außer ein Haus auf Malle, ein Ferrari und 10 Euro wären ganz nett. Also wenn euer Marketing Bock hat, ne? E-Mail-Adresse ist ja im Outro verlinkt. Gut, Server-Webseite haben wir, forum.skybeast.net und Teamspeak oder Discord haben wir sogar beides. Einmal Discord und Teamspeak ist beides mit dabei. Ja, dann würde ich sagen, switchen wir einmal um auf die Minecraft-Instanz. Ich habe mir hier die IP schon eingetragen. So sieht hier oben die MOTD aus. Die ändert sich, glaube ich, nicht. Ich habe es ein paar Mal durchlaufen lassen, die ändert sich soweit nicht. Wir haben im Moment 3 Spieler drauf. Nope, der Admin ist nicht da. Dann würde ich sagen, einfach mal Server beitreten und wir gucken mal, was uns so erwartet. Ja, nach kurzer Ladezeit sind wir auch schon hier und wir sind neu auf Skybeast. Wie viele Spieler sind wir denn? Egal. Gut, dann gucken wir uns hier einfach mal um. Wir haben hier einen Willkommens-Case, ein Case mit Food, der Kit-Gutschein Beast haben wir zweimal und der Kit-Gutschein Ghost haben wir einmal. Ja, dann würde ich einfach sagen, wir gucken mal in unser Willkommens-Case rein. Was bekommen wir denn da? Was haben wir jetzt bekommen? Ein Ranggutschein für Gold. Ja genau, jetzt bin ich Gott. Das passt auf jeden Fall. Ne? Gut, den haben wir jetzt eingelöst. Wir haben ja noch einen Willkommens-Case und haben noch einen Food-Case und Kit-Gutschein-Beast. Ja, fangen wir mal an. Kann ich das in die EC packen? Nö, ich habe selbst mit Gott keine Rechte dafür. Gut, egal, wir machen einfach mal weiter. Ja, wenn wir hier irgendwas brauchen, dann ist der Befehl / Hilfe immer ganz gut, beziehungsweise, nee, ist er gar nicht. /Hilfe. Doch, wenn man sich nicht verschreibt, dann ist er gut. Ja, hier haben wir einmal die ganzen Commands, die es gibt. Spawn, Arena, Farmwald und so weiter und so fort. Ich habe mich jetzt hier mal auf die hauptsächlichen Begriffe, beziehen. Wir fangen einfach mal an mit /Warp. Kommen wir zu den ganzen, du brauchst ja nicht schießen, hier oben ist Friedenszone, du Pfeife. Ja, mit /Warp sehen wir einmal hier, was es alles gibt. Wir haben hier Spawn, einen Farmwald Arena Event. In der Arena kann man sich dann, glaube ich, hier so das Zeug zusammensuchen, mit dem man dann spielen kann. Oh doch, wir haben hier eine EC. Ja, und da hat es die Ender Chest wohl geschafft, dass der Minecraft-Client abstürzt. Ich werde jetzt meine Items einfach hier im Inventar behalten. Ich werde es jetzt definitiv nicht in die Ender Chest packen. Ich habe es gerade mal aufs Screen ausprobiert. Wenn ich hier die Ender Chest öffne, stürzt Minecraft gleich wieder ab. Würde mal gerne wissen, was da drin ist. Ja, machen wir einfach weiter. Wir haben hier noch einen Willkommens-Case und dann einfach mal den Kit-Gutschein. Wir lösen einfach mal das Kit ein und dann bekommen wir hier auch das Kit ausgeliefert. Wir können auch jederzeit mit /Kit, können wir uns hier auch ein Kit holen. Wir sehen auch, wenn wir hier zum Beispiel mal draufklicken, ich will hier mal das Kind Legend.
sehen wir hier oben. Hier unten, du besitzt dieses Kit noch nicht. Dazu müssen wir /shop einmal eingeben. Shop, nicht Shot. Und dann können wir hier unter Kits auswählen, welches Kit wir denn kaufen möchten. Wir haben hier zum Beispiel das God-Kit oder das Legend-Kit, das ich haben wollte. Gerade hier kostet 400 Coins. Wenn wir hier mal rausgehen, sehen wir hier, ich habe im Moment 100 Coins. Also so gibt sich das noch keinen. Ja, machen wir einfach mal weiter im /Shop. Können wir natürlich noch was ganz anderes kaufen. Auch hier Item-Chest, Waffen, Peaks. Wir können hier auch zum Beispiel, irgendwo habe ich gesehen, hier sind die Ränge, die wir uns kaufen können. Hier einen Pharao-Rang kostet uns 400 Millionen Coins. Also ich glaube, da können wir einige Zeit lang spielen dafür. Können wir auch mal hier, der God-Rang, den ich hier bekommen habe, kostet der schon mal 20.000 Coins. Kurz, machen wir einmal weiter. Wir können auch /Island eingeben. Da kommen wir in meinen Bereich. Das ist hier Skyblock. Wir haben ja auch schon direkt am Anfang einen Koppelgenerator. Eine Kuh haben wir auch da. Die können wir dann schlachten für Essen. Das werden wir jetzt auch machen. Nicht in die Lava gehen. So, haben wir zumindest ein bisschen was zu essen, denn das bekommen wir sonst nur durch die Kids. Und Hunger haben wir übrigens trotzdem. Ja, hier können wir dann auch mit /Island können wir hier unser Menü aufrufen. Was wir machen können, hier zum Beispiel die Einstellungen, die wir vornehmen können, ob man hier schlafen darf, ob man hier Scheren benutzen darf, Öfen benutzen und so weiter und so fort. Wenn wir hier unten, gab es glaube ich irgendwo, nee, hier gibt es keinen Zurück-Button, dann einfach das Menü nochmal öffnen. Hier können wir einen Spieler besuchen. Wen können wir denn? Machen wir einfach mal so random. Gibt es die nächste Seite? Ja, ne, ich nehme die hier. Einfach mal den hier. Die Zeitungsskills. Die kommen auf meine Insel. Ja, die ist jetzt schon um einiges größer, würde ich jetzt mal sagen, als meine. Wir mal gucken. Ich mache hier mal. Jetzt haben wir hier Zoom-Stufe auf der Karte rechts oben. Mal eins. Ja, hier ist schon einiges mehr los. Ja, da auch schon ein bisschen was gefarmt. Wir sehen auch im Inventar, wir nehmen das, was wir hier haben, nehmen wir auch mit in den Sky-PvP-Bereich. Also ich habe jetzt zum Beispiel hier die zwei Steak. Wenn wir jetzt einmal /spawn eingeben, dauert es 3 Sekunden, dann kommen wir zurück zum Spawn. Und wir haben die jetzt immer noch, also können mit dem, was wir auf unserer Insel und in der Farmwelt so bauen, können wir hier im Sky-PvP noch arbeiten. Ja, hier, wenn wir runtergehen, ist dann natürlich der ganz normale PvP-Bereich, da werde ich jetzt nicht hingehen, denn dann wird das Video nicht mehr allzu lang. Ja, allzu lang ist das Video an sich so auch nicht geworden. Wir haben ja gesehen, viel mehr gibt es eigentlich nicht. Wir haben hier halt alles, was mit Sky zu tun hat. Hier unten haben wir noch das Team. Wir hätten die Moderatoren gesucht. Sieht ganz so aus. Ja, dann können wir uns das Team noch angucken. Wen suchen wir noch? Einen Supporter. Also Supporter und Mod. Okay, vielleicht kann man sich auf der Seite bewerben bei denen. Gut, dann würde ich aber sagen, zum Schluss hin mache ich gerade einmal noch das Inventar leer. Gratis Titanrang. Ja. Brauche ich es nicht. Ich werde hier nicht mehr so oft zocken. Ja, wir lösen jetzt zum Schluss einfach nochmal unser Willkommenscase ein. Vielleicht bekommen wir noch was Geiles dazu. Haben wir 1000 Coins. Ja, 10.000 Coins waren das. Und dann nehmen wir das letzte Kit auch gerade nochmal mit. Das dürften, wenn es blinkt, sehe ich es nur nicht. Das sind 100.000 Coins. Das kann ich mir sogar, glaube ich. Jetzt gucken wir zum Schluss einfach mal noch so ein bisschen, ne? /Shop. Kann ich mir jetzt denn einen Rang kaufen? Wo waren die Ränge? Hier waren die Ränge. Ja, ich könnte mir den God-Rang kaufen, den ich eh schon habe. Gut, von daher, wir haben ja noch einen Food-Case. Können wir doch gerade auch nicht reingucken, was wir hier so bekommen. 32 Ofenkartoffeln. Jetzt weiß ich definitiv, was es heute Abend zu essen gibt. Gut. Hier haben wir noch den Ränger-Shop. Ja, da kommt das aufs Gleiche raus. Hier werden wir das Ganze über den Shop machen. Ja, so viel dazu. Hier haben wir noch die Clan-Tags, wie die dann aussehen. Guten Tag. Schenkst du mir jetzt den Rang? Würde ich an deiner Stelle nicht machen, denn ich werde hier wahrscheinlich nicht so oft mehr zockern. Ich habe meine eigenen Server. Ja, so viel zu skybeast.net. Dem neuen, alten, je nachdem, wie man sieht, Minecraft, Skyblock und Skyblock, Idiot, Skyblock und
Sky-PvP-Server, dass ich es dann doch mal rausbekomme. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass einfach mal einen Daumen hoch da. Und wenn du auch einen Server hast, trag ihn gerne unten in die Liste ein. Ist auch das Trello-Board mit verlinkt, wo du siehst, wie weit dein Server ist. Ja, bevor mich der Onkel hier versucht zu verprügeln, obwohl wir hier im Friedensbereich sind, wo er mich nicht verprügeln kann, würde ich sagen, machen wir an der Stelle mal Schluss. Und ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin und tschüss.